Es gibt eigentlich eine ganze Menge, denn das liegt daran, dass Sie auch an der Hand bzw. vom Unterarm zum Hand führend drei Nerven haben. Das ist Medianus, Radialis und Ulnaris oder auch Speichen-, Ellen- und Mittelnerv genannt. Und diese versorgen sowohl die Finger und die Hand mit Kraft als auch noch mit Gefühl. Und dementsprechend, weil sich natürlich der Unterarm und die Hand nicht nur mit Nerven, sondern auch mit Sehnen, Knochen und Muskeln, die das Gebiet oder das Gewebe teilen, kann es natürlich, wenn eine dieser Gewebe zum Beispiel anschwillt oder durch einen Knochenbruch oder durch verschiedene andere Gelegenheiten auch über Anstrengung anschwellen und dementsprechend dann die Verlaufsbahnen der Nerven einengen. Und das kann an verschiedenen Höhen sein, vom Unterarm bis zur Hand. Und dementsprechend gibt es eine ganze Menge von diesen drei Nerven an Engstellen. Carpal-Tunnel-Syndrom ist eigentlich das häufigste. Also wir hören ja in diesen Tagen auch sehr häufig was von Inzidenz. Und wenn man einfach mal Carpal-Tunnel sich anguckt, ist es bei 350 pro 100.000 Einwohner. Das ist anders ausgedrückt, führt das zu 200.000 Operationen im Jahr. Und der Mann ist ein bisschen häufiger betroffen als die Frau, zwei Drittel, ein Drittel ungefähr. Aber auch bei Frauen kann es in besonderen Situationen, wie zum Beispiel der Schwangerschaft, dazu führen, dass 20% aller Schwangeren einen Carpal-Tunnel bekommen. Wie äußert sich das jetzt klinisch? Der Klassiker ist eigentlich, dass man nachts so den eingeschlafene Hand hat. Das macht sich besonders am Daumen bis zum Ringfinger bemerkbar, an diesen vier Fingern. Man schüttelt dann die Hand so ein bisschen und dann wird es meistens besser. Das ist so der Anfangsstadium. Oder man merkt es, wenn man zum Beispiel Fahrrad fährt, dass man sich so abstützt, dann kann auch schon mal Daumen bis Ringfinger einschlafen. Und das ist ein klassisches primäres Syndrom für einen Carpaltunnel. Und dann kann irgendwann, wenn es viel länger dauert, auch nicht nur das Gefühl in Mitleidenschaft gezogen werden, sondern auch die Kraft. Und dann wird es im Endeffekt auch so, dass zum Beispiel der Ballen, dieser Daumengroßballen, den man an der Hand hat, schrumpft. Und dann kann man auch in der Tat, weil der Daumen für alles wichtig ist, was man festhält, was man auch von der Kraft her hochheben möchte, eingeschränkt ist und so, dass man da noch viele Dinge fallen lässt. Das ist ein fortgeschrittener oder ein ausgebrannter Carpaltunnel. Und so weit sollte man es niemals kommen lassen. Also erstmal muss man sicher sein, dass man es hat. Das kann man klinisch sehr gut feststellen. Und wenn man sich da unsicher ist, kann man es auch von einem Neurologen nochmal, sogenannte mit der elektrophysiologischen Untersuchung, messen und kann das dann feststellen. Und dann, wenn man es hat, kommt es so ein bisschen darauf an, wie schlimm man es hat. Also es gibt da die ganz normale Kaskade, die man bei allen Behandlungen eigentlich machen sollte. Man guckt erst, ob man es konservativ macht. Da bieten sich zum Beispiel Schienen an, gerade zur Nachtlagerung, weil viele haben das auch, wenn sie zum Beispiel die Hand unterm Kopf halten, dann kommt Druck auf die Hand, dann kann dieser Nerv sich bemerkbar machen. Dann ist das, was ich eben sagte, dieses Einschlafen in der Nacht, wo man die Hand schüttelt. Da helfen Nachtlagerungsschienen sehr gut, dass man da gar nicht einen direkten Kontakt hat. Und dann gibt es auch Möglichkeiten, Medikamente zu spritzen, die diese Schwellung ein bisschen rückgängig machen. Wenn das alles nicht hilft, ist wirklich heutzutage der Goldstandard, und das ist eigentlich, was immer hilft, die Operation. Das ist im Endeffekt eine Sache, die man in Lokalbetäubung ambulant machen kann. Man macht einen ganz kleinen Schnitt von ungefähr 3 Zentimetern und kann dann diese Engstelle an der Hand beseitigen, indem man die einengenden Strukturen operativ erweitert.